Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLabs und heute sprechen wir in kompakter Form über das Update 2.9 für Scalar. Wir hatten ja am vergangenen Freitag schon einen Livestream über anderthalb Stunden über das Thema. Allerdings sind eben anderthalb Stunden doch recht lang und für manche von euch dann doch zu lang und deshalb hier nochmal sozusagen als Service eine verkürzte Version des Ganzen. So, schauen wir uns noch mal kurz an, was die Plugin-Boutique geschrieben hat oder der Davide Carboni, der Macher von dem Scalar. So, hiernach ist es also so, Scalar 2.9 und da haben wir eine ganze Menge an Inhalt, hier Content und Playback, also es gibt neue Arpeggio-Patterns, es gibt neue Chordsets. Das müssen wir uns hier, also die Arpeggios schauen wir uns auf jeden Fall an, die Chordsets schauen wir uns nicht an, weil das könnt ihr wirklich selber machen, ihr habt ja das Ganze. So, was wir uns aber anschauen werden, sind neue Funktionalitäten. Dazu gehört eben dieses Live Suggest, ja, also die Vorschlagsfunktion, die wurde erweitert um einen Live-Modus. Und das schauen wir uns genauer an, weil das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Und dann gibt es hier auch noch solche Artikulationen, Passagen, 7 Stück. Und das ist insofern sehr spannend, weil die auch eine extra Funktionalität haben, also mit solchen Tastaturschaltern, mit denen ihr arbeiten könnt. Und das ist sehr, sehr spannend. So, und dann gibt es also offensichtlich einen Bass, der beim letzten Update verloren gegangen ist und jetzt wieder dazugefügt wurde. Aber das sind Dinge, da brauchen wir nicht reinzuschauen. Was wir uns anschauen werden, sind die Arpeggios. Was wir uns anschauen werden, ist die Live-Funktion für die Vorschläge, Akkordvorschläge und natürlich die Passagen. Wir wollen uns als erstes mit der Live-Vorschlagsfunktion beschäftigen und dazu brauchen wir eine unvollständige Progression und da suchen wir uns jetzt irgendwas, vielleicht hier bei Hip-Hop. Also ich kann nehmen, was ich will, ich bin jetzt hier gerade in die Mitte gegangen. Klingt toll, wir nehmen aber nur die ersten drei davon, damit wir etwas Unvollständiges haben. So, jetzt haben wir hier ganz unvollständig unsere Progression. Wenn ich hier auf C klicke, hier, dann habe ich das gebunden zu der Tastatur und kann das spielen hier auf meinen Tasten. Ja, das ist dann schon mal eine ganz gute Möglichkeit. Aber jetzt geht's weiter. Wir wollen uns ja was vorschlagen lassen. Also normalerweise würde es jetzt einfach hergehen und würde sagen, okay, ich habe jetzt hier diese verschiedenen Akkorde und ich möchte mir jetzt eine weitere Progression also einen weiteren Akkord in der Progression vorschlagen lassen. Und dann würde ich einfach hergehen und sagen, ja, und das ist eigentlich sehr, 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 sehr unpraktisch. Ja, weil du machst es mit der Maus und das ist natürlich nicht so toll. Also diese Live-Funktion macht jetzt nichts anderes, als dass sie diese 8 ersten Vorschläge von Akkorden, die jetzt als nächstes folgen könnten in der Progression, auf die Tastatur zuweist, und zwar hier im oberen Bereich ab C4. So, das heißt, und jetzt so. Mit anderen Worten, ich kann also quasi per Ohr mich da hineinhören und das hintereinander spielen und dann eben auch sagen, ach, das passt oder das passt vielleicht nicht so gut. Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht. Und jetzt
quasi im letzten Möglichen, also bezogen hier auf das, was ich hier ausprobieren kann, finde ich also jetzt G-Moll, und das finde ich jetzt gar nicht schlecht, insbesondere weil ich sowieso etwas in G-Moll machen möchte. So, also. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn wir jetzt auch noch Autodetect nutzen, genau, das passt also zu G-Moll hier. Und da siehst du, nur noch der erste ist dann jetzt nicht so gut geeignet von den Akkorden, aber alles andere passt zu G-Moll. Und damit haben wir eigentlich schon unsere Progression. Ja, also das heißt mit anderen Worten, allein durchs Reinhören war es uns einfacher vielleicht, hier unsere neue Progression zu erstellen, also den vierten Akkord für diese Progression zu finden. Also mir gefällt das ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch so kriegsentscheidend ist. Für mich ist es entscheidend, weil es meine Arbeit, wenn ich jetzt Musik mache, ein Stück weit erleichtert. Und insofern sehe ich das ja auch, das ist einfach eine Erleichterung hier im Täglichen. Und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So, dann haben wir das also hier. Jetzt haben wir hier unsere vier Akkorde für unsere Progression. Die Live-Funktion haben wir jetzt damit vorgestellt. Und jetzt können wir uns als nächstes vielleicht mal die Passagen anschauen. Die Passagenfunktionalität finden wir unter Perform und dann hier unter Passagen. Und das ist jetzt super spannend. Ihr seht, da sind jetzt plötzlich solche Tastaturschalter mit drin, mit denen man diese Passagen auswählen kann. So, jetzt müssen wir uns das vielleicht mal anhören, damit wir sehen können, wie das Ganze funktioniert. Allerdings müssen wir dann vorher vielleicht das Ganze auf 4 Beats verlängern, also auf einen Takt, damit wir das wirklich zu hören bekommen, was diese Passagen bewirken. Passagen sind so Verzierungen für eure Progressionen, also für die Akkorde. Das ist also jetzt nicht wirklich so einzelne Tongeschichten, wir werden es gleich hören, sondern das sind einfach, sagen wir mal, Akkorde gespielt mit Verzierungen. So, das kommt jetzt. Da passiert noch nicht sehr viel, ne? Aber wenn wir jetzt einfach mal sukzessive das erweitern, merkt ihr, je höher wir in dieser Auswahl kommen von den Passagen, desto mehr passiert da auch. Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, und je höher wir dann in diesen Passagen kommen, desto mehr ist es eher wie so eine Performance, also so ein mittlerer Bereich vielleicht hier, ist dann tatsächlich noch eher Akkord fokussiert. Und man kann das Ganze natürlich auch unterschiedlich schnell spielen lassen. Also nicht schlecht das Ganze. So, und dann kommen wir natürlich zu der dritten großen Veränderung, und das sind in diesem Fall die Arpeggios. Statt Passagen gehen wir dann auf Arpeggio. Und da gab es ja bisher schon einiges. So, und ich glaube, ab dem Bereich Converge, ja, haben die was verändert. Also bis Double Down war vorher schon, und jetzt gibt es also diesen unteren Bereich mit dazu. Und ich würde mal sagen, die spannenderen davon sind Thumb Up und Down und Pinky Up und Pinky Up Down. Ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. Also im Grunde genommen geht es dabei darum, vielleicht kann man das kurz mal zeigen. Also
vom Daumen. Das sind solche Muster oder umgekehrt. Solche, also ich habe das jetzt nicht so sauber gespielt, aber das sind diese Art von Arpeggios, wo dann also quasi von einem bestimmten Ton ausgegangen wird und dann die entsprechenden Akkordnoten dazu. Das können wir uns jetzt gleich mal anhören. Gehen wir also jetzt hier mal erstmal auf Thumb Up. Und dann schalten wir weiter auf Thumb Up and Down. Und das klingt eigentlich ganz nett. Ich meine, es ist jetzt nicht etwas, was Scalar allein für sich gepachtet hätte, sondern es sind übliche Formate. Jetzt Pinky ab. Und jetzt Pinky up and down. Und dann, das ist jetzt neu, Spanish Tremolo. Das ist ja, das, was ihr da gerade seht. Das kann ich jetzt schlecht erklären. Also ich kannte das bisher nicht. Das ist möglicherweise tatsächlich etwas Neues. So, und dann schauen wir uns natürlich noch Converge an. Und Diverge. Das muss man sich einfach anhören und dann schauen, wie es für einen passt. Und hier wieder beides zusammen. Und das war's auch schon mit dem Arpeggio. Und tatsächlich war's das auch schon hier mit dem, was hier tatsächlich neu ist in dem Scaler. Wir können noch mal kurz zurückblicken. Also hier Live Suggest Mode, also der Vorschlagsmodus, live die Passagen und die Arpeggio Muster sind jetzt also neu. Dann gibt es eben, wie gesagt, die neuen Akkordsets und so weiter, aber die könnt ihr euch wirklich selbst anhören. So, damit war das das tatsächlich heute schon für dieses Video. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Scaler. Probiert mal alles aus. Der Live-Modus ist wirklich extrem gut. Ich finde auch die Passagen recht spannend. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man dringend braucht, aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung, mit der man arbeiten kann. Und die Arpeggios ist auch eine nette Ergänzung. So, die nächste Frage ist natürlich immer die von den Leuten: Ja, wann können wir mit Scaler 3.0 rechnen? Und da hat der Davide Carboni auch gesagt: Naja, das wird am Ende des Jahres kommen. Und da werden sie vor allen Dingen die Benutzerschnittstelle umbauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich toll ist, weil ich habe mich jetzt mittlerweile recht gut dran gewöhnt. Aber sie wollen das Ganze noch zugänglicher für die Benutzer machen und dann natürlich jede Menge neue Erweiterungen an Funktionalitäten und so weiter, von der wir als Benutzer bisher nicht viel wissen. Da halten sie sich, sagen wir mal, sehr bedeckt. Da müssen wir einfach schauen, was kommt. Aber bis dahin sind wir jetzt sehr gut ausgestattet mit dem Scaler 2.9. Also, noch viel Spaß mit meinen Videos. Tschüss.